Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Seelenperspektiven. In der letzten Folge hatten wir über Bill Gates gesprochen und dass auch er Hintermänner hat. Und heute wollen wir über diese Hintermänner sprechen, die hinter den sogenannten Kabalen die Fäden ziehen. Und zwar haben wir festgestellt, gerade gestern und auch öfters heute auch wieder, dass teilweise die Verbindung zu der geistigen Welt etwas hakt, sage ich mal so, teilweise unterbrochen ist. Und da haben wir gestern schon darüber geredet, was das für Gründe hat und vor allen Dingen, was bezwecken diese Hintermänner mit dem Ganzen? Mit dem, dass sie die Erde und die Spiritualität auf der Erde eliminieren wollen. Wie fangen wir jetzt am besten an? Konstantin. Viel gesprochen, was aktuell stattfindet, ist, dass diese Gitternetz- oder Leitlinien dieser Welt ja von all den Erwachten, von all den Seelen, die ihre Liebe zu allem, was ist, aussenden und damit die Gitternetzlinien nicht nur in Anführungszeichen füttern, sondern sie zu einer immer stabiler und stärker werdenden Matrix um diese Erde einhüllen, das wurde gestört. Gestört insofern, als dass eben die Kabale von einem Raumschiff aus Spiegel installiert haben, um ihre störenden, alles Mögliche verhindern wollende Frequenzen und Energien haben sie herabgesandt. Und nun ist es so, dass wir daran gearbeitet haben, die geistige Welt hat die Spiegel anders eingestellt, sodass deren Frequenzen und deren Energien, die hier alles andere als wohlgesonnen sind, zurückgeschleudert werden, zurückgespiegelt werden ins Universum und ganz speziell auf deren Raumschiffe. Der Grund dahinter ist, dass die Kabale niedrig schwingende Wesen sind auf einem Planeten, der alleine nicht in der Lage ist, vernünftig zu leben oder zu überleben. Dazu benötigen sie höher schwingende Wesen, jetzt auch die Menschen auf der Erde. Um diese Energien zu bekommen, möchten sie das gerne hier eindämmen, also abbrechen, dass der Kontakt zur geistigen Welt, die Verbindung zur Quelle unterbrochen wird und sie sich an diesem Ist-Zustand hier laben können, also ernähren mehr oder weniger. Und nun ist es eben so, dass wir dagegen vorgehen, auf mannigfaltige Weise, nicht nur diese eine, sondern dass wir damit versuchen, deren zwar aus ihrer Sicht verständliches Handeln, aber für die Erde schlechtes Handeln, dass wir das einfach damit beenden können. Also der Hintergrund von dem Ganzen, dass die Hintermänner das so machen, der Grund ist, sie wollen Wesenheiten, die ihrer Frequenz entsprechen, auf der Erde manifestieren und inkarnieren lassen. Und das geht nur durch Portale, am besten lebende Portale, das heißt Menschen. Aber da die Menschen, wie wir schon mal gesagt haben, ein Teil Gottes sind, also sehr hochschwingend, geht das nicht, weil diese Wesen sind sehr niederschwingend. Und es waren, wenn man das in der Vergangenheit anschaut, es waren die ganzen Besessenheiten, die früher
Im Mittelalter hat man gesagt, vom Teufel besessenen. Und genau diese Besessenheiten, diese Wesenheiten sind diese niederschwingende Wesenheiten, die quasi aus diesen Regionen kommen, die ganz niederschwingen. Und um diese Kreaturen, sage ich mal, Wesenheiten auf der Erde installieren zu können, brauchen sie niedrig schwingende Menschen. Und bei manchen schaffen sie es. Das heißt, durch die Angst etc., die sie den Menschen einimpfen, erreichen sie bei vielen eben die dann durch diese Angst niederschwingen und ihre Schwingung dermaßen von selbst, von ihren Gedanken aus drücken und geben sich so als Portal frei für solche niederschwingenden Wesenheiten. Es gibt natürlich auch das Gegenteil. Das sind die Hochschwingenden, die sich ihrer Göttlichkeit bewusst sind. Und da haben diese Wesenheiten keinerlei Chance. Und das Problem für die Außerirdischen, die das wollen, dass diese Hochschwingenden auch ihre Energie aus den Gitternetzlinien, den Leitlinien der Erde beziehen und auch diese wiederum mit ihrer hochschwingenden Energie nähren. Und deshalb greifen sie an unseren, der Menschen, Nahrungsmittel, energetischen Nahrungsmittel der Leitlinien an und wollen sie zerstören, zumindest mal stören. Und das machen sie teilweise mit Atomkraftwerken, die ausschließlich nur auf Leitlinien gebaut sind und die Leitlinien beeinflussen. Die Atomkraftwerke, das wissen wir selber, der einigermaßen denken kann, dass es nicht sehr gut ist für die Menschheit von der Schwingung her. Und gerade das Uran, es ist ein sehr, sehr niederschwingendes Element. Und deshalb setzen sie absichtlich Uran frei durch den Wasserdampf der Kühltürme. Und weil es auf die Leitlinien steht, drücken sie so die Schwingungsfrequenz der Leitlinien herunter, um zu verhindern, dass die Menschen, die noch beieinander sind, sage ich mal so, die sich ihrer Göttlichkeit bewusst sind, eben keine so hohe Schwingung mehr empfangen können. Das ist der eigentliche Grund dahinter. Wir sollten aber noch ein bisschen was erzählen, wer diese Leute sind. Kann da Konstantin da uns einen definitiven Anhaltspunkt geben? Ja, natürlich kann ich das. Aber ich möchte noch etwas vorwegnehmen. Einige von euch werden denken, na gut, jetzt ist das so. Aber wo ist Gott? Wo ist die Hilfe für uns? Fragezeichen. Lässt uns Gott alleine? Warum zeigt sich Gott nicht? Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Wie ihr wisst, habt ihr alle eure eigene Signatur. Jede Seele ist ein Teil Gottes. Und ihr habt das ganze Handwerkszeug in eurer Hand und auch in eurer Verantwortung. Und ihr könnt sicher sein, dass eure Seele nicht möchte, wie bei einem Kind, dass die Mutter oder der Vater ihm zeigt, wie man Legos zusammenbaut. Nein, das Kind möchte das selber machen. Und wenn du willst, sind wir ja nun mal alles Gottes Kinder. Und wir haben das Handwerkszeug. Wir haben ganz viele, die erwacht sind, ganz viele, die in der Lage und mächtig genug sind, die Gitternetzlinien zu heilen. Darum geht es nämlich, zu heilen und so zu stärken, dass von außen nie, nie wieder irgendeine Macht versuchen kann, die Erde anzugreifen oder versuchen kann, Einfluss zu nehmen. Das möchte ich
bitte vorausschicken, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, dass nicht die ganze Erde, die Menschheit sei von Gott verlassen, wo du immer denkst, Gott schaut weg. Das gilt für Kriege, das gilt für Naturkatastrophen und andere Dinge. Ich möchte einfach gerne diesen Punkt so hervorheben, damit ihr einfach versteht, dass ihr mündig seid, dass ihr reif seid, dass ihr es einfach könnt. Weil ich sehr genau weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die immer denken, Gott wird es schon richten, in Anführungszeichen. Ja, das hat er ja, indem er jeder Seele alles mitgegeben hat, um es zu regeln, um es selbst zu tun. Die Macht und die Kraft ist da. Das wollte ich sagen, weil viele vielleicht erschrocken sein werden über diese Informationen. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, und es ist ja auch so, wenn man es beginnt zu begreifen, dass wir ja ein Teil von ihm sind. Also wenn du dir selber hilfst, dann hilft ja er dir. Versteh mal. Und es ist einfach wichtig, das sich zu verinnerlichen und sich nicht machtlos, ausgeliefert oder sonst etwas zu fühlen. Ohnmächtig oder wie auch immer. Klar gibt es Dinge, die man einfach aushalten muss. Es hat ja nichts mit dir zu tun. Entkopple dich von diesen Dingen und werde dir deiner Macht bewusst. Aber nun bitte zurück zum Thema. Die Kabale leben ein Stück entfernt von der Erde auf einem Planeten, der nicht allzu viel zu bieten hat. Diese Seelen sind da niedrig schwingend, noch nicht so weit entwickelt, diese Wesen, um zu erkennen, um was es eigentlich im Leben geht. Sie schwingen auf der ersten und zweiten dichte Ebene. Und somit sind sie ja vielleicht vergleichbar mit eben einfachen Wesen. Aber wie das dann immer so ist mit diesen einfachen Wesenheiten, die Machtführer der Kabalen sind machtgierige Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, in Liebe verbunden zu sein und diese Verbindungen alle zu fühlen. Sie sind eben aufgrund ihres niedrigen Schwingungsfeldes verharrt, verhaftet in diesem, wie man auf einfachstem Weg zu Macht kommt oder zu dem einfach, was man haben möchte. Und das tun sie. Sie haben auch schon versucht, andere Planeten den gar auszumachen. Und das versuchen sie jetzt eben hier. Und es ist, ja, wie gesagt, es ist nicht böse oder wie auch immer. Aus deren Sicht ist eben das Leben so. Sie sehen nur, dass hier quasi Milch und Honig fließt. Und das möchten sie gerne für sich in Anspruch nehmen. Sie wissen auch, dass sie es hier nicht immer einfach haben. Gar nicht beheimatet. Aber je von dem, was sie innerlich spüren, die sich aufgegeben haben, die irgendwelchen Süchten zu fallen sind, weil sie irgendwelche Dinge nicht ertragen haben im Leben und einfach nicht verstanden haben, dass das ihr eigenes Kartenspiel ist, an dem sie wachsen wollten und was sie erleben wollten, aber das nur nebenbei. Die Kabale haben einige für sich gewonnen. Es hat, und ich meine, niedrig schwingend hat ja nicht etwas damit zu tun, wo dieser Mensch steht. Nicht jeder niedrig schwingende ist, sage ich mal, ein Häufchen Elend in Form von einem Drogensüchtigen.
der nur dahin vegetiert und auf seine nächste Spritze hofft. Es gibt ja auch ganz viele niedrig schwingende weiter oben, ganz, ganz weit oben, die zerfressen sind von Machtgier oder auch von gänzlich abgedrifteten Meinungen, die sich einbilden, sie wüssten, wie das Leben zu laufen hat, die meinen, sie wissen, wie die Welt zu regieren, wie die Welt zu formen ist. Diese Menschen haben die Anbindung oder die Verbindung zu Gott in der geistigen Welt, zur Quelle und allem, was ist, diese Verbundenheit mit Mutter Erde, mit der Natur, die haben all dies schon lange verloren. Und wie gesagt, es ist nicht immer so leicht ersichtlich auf den ersten Blick, auf den zweiten dann sicherlich. Und ich bitte euch, seid zum einen aufmerksam, beobachtet wie einen Film. Und dann fällt eure Entscheidung. Und in dem Moment, wo auch du den Mut hast, dir das verinnerlichst und du einen Weg gehst nach innen, wie schon gesagt und wiederholt, in Selbstliebe und zu allem, was da ist. In dem Moment bist du einer davon, all derer, die die Gitternetz- und Leihlinien, wie auch immer man es nennen mag, mit seinen wundervollen Energien stärkt und stärkt und stärkt. Und ich kann dir sagen, dass es kein Problem darstellen würde, dass wir sie nicht nur vertreiben, sondern zerschmetternd zurückschlagen und das Gitternetz um die Erde so heilt, dass es wie ein Panzer ist und nie, nie wieder niedrig schwingende Frequenzen andocken können. Und darum bitte ich dich, habe den Mut, nach innen zu sehen, habe den Mut, dich nicht beeindrucken zu lassen und beeinflussen zu lassen von dem, was von außen kommt. Sei dir sicher, du bist genauso wichtig wie jeder andere und es kommt auch auf dich an. Und ich danke dir, dass du diesen Prozess der Erde, der Heilung der Erde mitträgst, mit unterstützt. Ich danke dir. Ich auch. Und damit beschließen wir diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.